Hi, liebe Zuschauer, ihr seid bei Wilhelmshaven wieder und sind heute zeigt euch in Wilhelmshaven, der Stadtteil Altenroden. Ja, aber vorher zeige ich euch noch was hier auf dem Weg zu der Haltestelle, wo ich hier in die Buslinie 1 einsteigen muss, mit der ich dann zu Johann Sebastian Bach Straße fahre. Viel Spaß mit dem Video. Das hier ist der Bismarckplatz zu Wilhelmshaven. Hier vorne halten die Buslinien 1 und 2 Richtung Voslav Süd, Hauptbahnhof und Klinikum Wilhelmshaven. Und da hält halt die Linie 5 nach Kaserne Ebke-Riege, die halt immer zu ganz ungewöhnlichen Zeiten fährt, ne? Muss man mal ehrlich sagen, ja. Die fährt wirklich immer zu sehr, sehr ungewöhnlichen Zeiten. Zum Beispiel morgens um 5 einmal, dann abends irgendwann wieder, ja. Was will man machen, ne? Hier fahren übrigens auch die Busse ins Umland. Und da stand früher das Hotel Norddeutscher Hof. Da hat die Stadt jetzt übrigens auch geplant, ein Hotel zu bauen, aber es wurde wahrscheinlich allem Anschein nach wieder verworfen oder so. Was meint ihr, wenn die da ein Hotel bauen würden, direkt vor dieses Haus? Ich glaube, die hätten dann einen Schuss im Ofen, oder? Boah. Und hier vor mir steht jetzt das Denkmal des Reichskanzlers Otto von Bismarck, nachdem der Platz hier benannt ist. Und genau hier an dieser Stelle war früher übrigens mal ein Seehundbrunnen gewesen. Diesen hat man dann allerdings in den Jahren 2017-18 im Rahmen von hier großen Umgestaltungsmaßnahmen hier ja entfernt. Warum auch immer, wenn man den hier entfernt hat, hat wahrscheinlich Kostengründe oder so. Und hier auf dem Parkplatz findet immer Marktstand mittwochs und samstags von wann geht das hier mal los? 6 Uhr bis 12 Uhr, ne? Also ich hoffe mal, dass mein Bus jetzt gleich kommt, weil die fahren nämlich jetzt hier sonntags nur alle halbe Stunde hier in der Stadt. Früher war das Denkmal hier übrigens wesentlich größer gewesen. Also das wurde dann aber im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen und danach nach lange Zeit nicht mehr aufgebaut, wahrscheinlich aus Kostengründen, und erst 2015 wieder enthüllt. Ulmenstraße. So, hier bin ich jetzt gerade ausgestiegen. Und jetzt geht's rüber rein in den Stadtteil Altenroden. Ja, und das hier ist die katholische Kirche St. Michael. Sie wurde im Jahr 1954 geweiht und ja am 1. April 2014 entweiht und seitdem von der Malteser-Gruppe übernommen. Aber gut, dass die das Gelände auch endlich mal freigeschnitten haben, sodass man jetzt auch endlich mal freie Sicht hat auf die Kirche. Ich weiß gar nicht, was das soll, warum die das Gelände jetzt freigeschnitten haben. So, und von der St. Michael-Kirche aus laufe ich jetzt in den südlichen Teil von Altenroden herein. Ja, aber ich hoffe, ihr versteht mich überhaupt, weil es ist ein bisschen windig. Das südliche Baugebiet von Altenroden entstand hier in den 1960er Jahren nach hier Bauplänen des damaligen Stadtdirektors Walter Schumann. Ja, und während hier der nördliche Teil, wo ich später noch zu kommen werde, im Jahr 1938 im Rahmen von der Erweiterung der Kriegsmarinewerft ausgebaut wurde. Ist auch alles ein bisschen verwildert halt hier, ne? Aber ich finde das hier voll schöner eigentlich, ne? So dass ich jetzt bisher von Altenroden sehe. Sieht so ein bisschen ländlich aus, aber es ist nicht ländlich. Es ist nämlich heute echt sehr stürmisch, muss ich sagen. Gestern hatten wir sogar Sturmflut, aber leider habe ich das nicht zum Strand geschafft, weil ich bekanntlich arbeiten musste.
Hier ist der Altenbodener Park, da gehe ich gleich auch noch rein. Weil da kann man auch wunderbare Aufnahmen machen. Ich bin jetzt im Altenbodener Park angekommen. Das ist ein Park, den nicht viele Wilhelmshavener kennen, die nicht in Altenboden wohnen. Dieser Park befindet sich gute 200 Meter Luftlinie vom Stadtpark entfernt. Ja, der Stadtpark ist quasi einmal quer durchs Wohngebiet dahin so durch, ne? Und Hand, ja. Also wäre schön, wenn die es hier vielleicht im Stadtpark noch angegliedert hätten, aber das ist auch mal schön, wenn man jetzt, sag ich mal, also noch nicht so ganz bekannten Park besucht. Ich habe diesen Park auch erst vor kurzem entdeckt, als ich über Altenboden mal ein bisschen was recherchiert habe über Google Maps. Und dann dachte ich mir halt, ja gut, wenn du mal hier bist, kannst du den Park ja mal anschauen. Und das lohnt sich, Leute, das ist richtig schön. Also ich stelle mir so Parks ja immer richtig schön vor, wenn ich da noch nie war. Vermietet diese Wohnung ja eigentlich die Wohnungsbaugenossenschaft Spar und Bau? Das scheint aber nicht der Fall zu sein, ne? Warum verbaut man eigentlich heutzutage Balkone mit Glasgeländern? Das verstehe ich überhaupt nicht. Sind die besser als diese Metallgeländer oder was? Ja, obwohl ich welche, ob man nun einen Glaszaun oder einen Metallzaun beim, also hier auf dem Balkon hat, ist doch egal. Hauptsache man hat überhaupt einen Balkon, da hat man den Zaun da auf dem Balkon, damit man nicht runterfällt. Also nur, dass ihr Bescheid wisst, Leute, auf meinem Kanal gibt es keinen Winterdienst. Hä, warte mal, da vorne. Hä, sehe ich da vorne ein paar Gänse? Moment mal. Was machen die jetzt hier? Was machen Gänse um diese Zeit hier? Ich dachte, die kommen erst im Frühling wieder. Naja, die Gans ist ja auch ganz alleine da. Die will wahrscheinlich mal alleine sein. Schaut auch ein bisschen aggressiv aus. So. Und dementsprechend gehe ich da jetzt nicht hin. Obwohl, man kann ja hier mal gucken, was hier so ist. Oh, als ob die jetzt Angst vor mir hat, ey. Ach, hier sind nur Bänke. Ich dachte, die wären was Besonderes oder so. Aber genieß mal diesen geilen Teichausblick hier. Ich bin übrigens heute mal nicht alleine, sondern mit einem Kumpel unterwegs, der aber nicht gefilmt werden möchte. Also das respektiere ich auf jeden Fall. Beziehungsweise der kommt jetzt gleich auch mit dem Bus hier an. Ich denke mal, der wird auch an der Johann-Sebastian-Bach-Straße ankommen, da wo ich vorhin angekommen bin. Ja, da an. Und dann hole ich den da wahrscheinlich ab oder so. Also da bei der Kirche halt, bei der Johann-Sebastian-Bach-Straße. Also, ich kann mir immer mal vorstellen, hier zu wohnen. Ganz ehrlich, Leute, wer kann sich das hier nicht vorstellen? Hier, also übrigens, hier liegt hier das Mindestalter der Einwohner zwischen 15 und 64 Jahren. Und den größten Anteil der Bürger hier, die sind übrigens minderjährig, weil ja hier scheint irgendwie ganz beliebt zu sein für Minderjährige hier. Weil, ja, hier hat man ja alles in der Nähe, was man hat. Die Stadt ist in der Nähe, es sind genug Schulen in der Nähe, also heißt auch Bildungsmöglichkeiten abgeschlossen. Und es gibt hier sogar noch einen außerschulischen Lernort für Technik und Natur. Aber na, den zeige ich euch auch später noch im Video. Oh, ja. Lotzingweg ist das hier.
Also diese kleinen Gassen zwischen den Straßen hier sind ja auch typisch für Altenroden Süd. Und die sind auch echt schön, muss ich sagen, weil ich brauche jetzt nicht mehr ein Auto, also eine Straße vor der Tür haben, wo ich dann jetzt einmal, wenn ich da rauskomme. Hier auch wieder voll schick gemacht, hier rechts das Beet, ne? Das soll wahrscheinlich einen Springbrunnen darstellen, der jetzt aber zur Zeit ausgestellt ist, wegen, ja, ihr wisst schon warum, weil nicht, dass der Springbrunnen noch erfriert, ne, im Winter, das wollen wir ja gar nicht, sonst platzen die Wasserleitungen an zu hohen Eisdruck. Das hier ist ein Ausläufer der Made. Die Made ist ein Fluss, der durch Wilhelmshaven fließt. Da hinten, unter anderem durch den Stadtteil Madebogen. Und hier der Name Altenroden leitet sich von einem im Mittelalter eingedeichten Gebiet in der damaligen Madebucht ab. Ja, das Deichgebiet, das scheint es heute wohl nicht mehr zu geben, sondern der normale Deich ist jetzt da hinten, beziehungsweise der Groden ist ja jetzt da hinten, wo ganz viel Industrie ist, aber den kann ich euch ja auch gerne mal zeigen, wenn ihr wollt, den Groden am Friesendamm und so. Aber gut, das wollte ich euch nur schon mal gesagt haben. Einziges Manko hier in Altenroden, zumindest in der Johann-Sebastian-Bach-Straße, wie das in allen anderen Straßen ist, weiß ich nicht, ist, dass die Wege hier verdammt eng und schlecht ausgebaut sind. Weil stellt euch mal vor, ihr lauft hier im Dunkeln lang, wisst gar nicht, dass es schlecht ausgebaut ist und liegt dann früher oder später auf der Fresse. Also, liebe Stadt Wilhelmshaven, hier wäre mal Handlungsbedarf. Also, und ich glaube, wir gehen jetzt links rum oder rechts. Ja, ich glaube viel eher links, weil da war ich auch selber noch nie. Da rechts können wir später immer noch hingehen. Ich habe ja noch Zeit bis heute Abend. 22 Uhr morgen ist ja keine Schule. Oh nein, scheiße, ich wäre fast gegen Stromkasten gerannt. Wieso trägt Zeff eine Brille? Weil er... Wahrscheinlich, weil er nicht wie eine Schmalspur aussehen will. Okay, ich sollte mich doch lieber ein bisschen benehmen, weißt du? Wisst ihr, die Leute gucken nämlich schon. Halt, wenn mich willst! Ey, der war's wert! Leute, ganz ehrlich, was meint ihr? Bisher bin ich positiv beeindruckt. Die Häuser sehen schön optisch gepflegt aus. Da ist ein Spielplatz bzw. ein Spielbereich mit Fußballplatz und einem Basketballkorb. Und hier gibt es noch ein kleines Geschäftszentrum, wo mit hier so Modehaus, Gedöns, Ganzheitskosmetik, Fußpflege, Solario und was auch immer das hier ist. Ja, und da vorne gibt es noch ein Restaurant, das nennt sich Bella Napoli, eine Eisdiele. Und ja, und ein Wecker, wenn der auf hat, dann würde ich mir jetzt vielleicht gerne noch einen Kaffee holen. Also ich war jetzt gerade da eben, da bei dem Bäcker da vorne, da bei Bäcker. Und ganz ehrlich Leute, der Kaffee, der schmeckt richtig super. Und auch der Kuchen, ich hatte der Kuchen, der war richtig lecker. Und die Verkäuferin, ey, die ist einfach so geil drauf. Man hat sogar noch Tschüss gesagt, als wir gegangen sind. Das ist auch nicht immer so selbstverständlich. Ja, schöne Grüße nochmal an Sie, liebe Verkäuferin, falls Sie das hier sehen wollen. Oder falls Sie das hier sehen werden. So, wir haben auch jetzt hier rechts ein versüfter Netto, der hat aber leider zu. Also, oh ja, weil heute ja Sonntag ist. Ja, ist heute Sonntag, ne? Ja. Aber hier, ja, also das hier vorne ist übrigens die evangelische Apostel-Johanneskirche. Die Kirche wurde im Jahr 1955 gebaut, hat so einen komischen Turm hier, ne? Der von der Seite total schmal wirkt, ne? Ja, und die schauen wir uns mal von innen an, die Kirche. Weil die sieht ja von außen eigentlich schon recht interessant aus. Aber, ja... Also, dass die Einkaufswagen nicht geklaut werden, wundert mich voll. Ach, da vorne ist ein Altglasbehälter, voll geil. Da kann ich erstmal meine ganzen Glasflaschen wegknallen. Und
Straße könnte meiner Meinung nach ein bisschen schöner sein von drin. Ja, ich werde jetzt mal testen, ob man diesen Gullideckel einfach hochheben kann. Ist zwar jetzt ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, aber das geht sogar voll geil, aber den lasse ich jetzt mal besser drauf. Leute, das, was ich gerade eben mit dem Gullideckel gemacht habe, das macht ihr bitte nicht nach. Denn wenn ihr dabei erwischt werdet, ist es gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Und das war nur ein kleines Experiment, um zu testen, ob das geht, ob man die hochheben kann. Und außerdem habe ich das nicht auf einer öffentlichen Straße, sondern auf einem abgelegenen Weg gemacht. So macht hier, wo wenig Autos gefahren sind. Aber ich habe den Gullideckel wieder vernünftig draufgelegt. Aber bitte Leute, macht sowas nicht nach, das ist gefährlich. Hey, hör auf mit dem Stock, Alter. Hey, lass das jetzt bitte hier. Das hier ist der Fußballplatz des Vereins Blau-Gelb in Altenroden. Allerdings wird er als für Blau-Gelb gar nicht mehr genutzt. Die sind nämlich mit STV Voslab zusammengegangen. Und ja, das ist quasi eine Außenstelle von dem Jakob-Schmidt-Stadion in Voslab. Ich hoffe, ihr seht vielleicht ein bisschen, wenn was so, ja, vom Fußballplatz. Da hat einfach mal jemand Stromwasser auf den Fußballplatz gesetzt. Schade, dass hier jetzt gerade auch nichts los ist. Sonst könnte ich euch mal hier ein paar Fußballspiele in Action zeigen. Aber ich weiß ja nicht, wann das nächste Spiel hier ist. Hier ist auch ein richtig breiter Parkplatz für das Stadion. Kann es sein? Ich meine, ja, Parkmöglichkeiten sind genug in der Nähe. Hier, kann man auch noch parken, wenn hier mal voll besetzt ist. Und jetzt gehen wir mal dahin, da vorne. Ich bin jetzt hier in der Klinkerburg. Diese Straße war im Jahr 1938 der Ursprungsort von Altenroden. Ja, ich hoffe, ihr versteht mich, denn es ist wirklich sehr stürmisch. Ja, aber hier diese Häuser, die wurden alle damals überwiegend für hier Marinearbeiter und Schiffsbauer der kaiserlichen Marinewerft in Wilhelmshaven gebaut. Und ja, heute sind neun lebende voll normale Menschen. Ja, ich sag mal, weil hier ist besser als ein fetter Vordergrund, ne? Muss ich ehrlich sagen. Ey, wer hat gerade ein Fenster zugeknallt? Halt, Alter, ich. Oder bin ich kaputt und nicht geworden? Okay, ich glaube, ich sollte mich langsam wirklich mal benehmen hier. Da ist einfach ein Zeitungsrohr, was? Hier hinter den Häusern auf der rechten Seite befindet sich irgendwo auch die Ruscherei. Da würde ich auch gerne mal hier euch die Tiere zeigen, aber da darf ich leider nicht filmen. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob ich das da darf, weil ich habe da noch nie jemanden gesehen, mit dem ich da hätte drüber sprechen können. Vielleicht kann ich da mal eine E-Mail hinschreiben. Das wäre doch mal was, ne? Oder wäre es nicht mal was, Leute? Also da hat offenbar jemand bei der Herstellung des Straßenschildes gepennt, denn das heißt Klinkerburg und nicht Klinkeburg, wie es da steht. Da war früher auch mal eine kleine Geschäftsmeile drin, allerdings sind die Geschäfte im Laufe der Jahre wegen, ich sag jetzt mal insolvent gegangen. Und da war früher mal eine Dönerbude drin, beziehungsweise ist noch eine Dönerbude, Lawine, wo heißt die? Und laut dem, was mein Kumpel mir gerade erzählt, ja, hat man sich da früher öfter mal getroffen, um hier ja, und gechillt abends. Und das soll richtig schön gewesen sein. Das habe ich mir auch richtig schön, also stelle ich mir bestimmt richtig schön vor, wenn man sich da abends noch treffen würde, wenn die noch getrinkt wäre. Und dann diese entspannte Musik dazu. Ich glaube, besser geht's doch gar nicht, oder? Meine, da wäre bestimmt ein sehr leckerer Döner gewesen, aber ich kann es ja leider nicht mehr testen, weil geschlossen. Was man hier aber echt sagen muss zu allen Gründen ist, dass ja, trotz der Lage zwischen der Stadt Nordens und der Stadt Südens doch total chillig ist. Ich meine, alles ist in der Nähe, was man braucht. Ja, ich meine, gut, das Geschäftszentrum, was leer ist, sieht wahrscheinlich vorne nicht so schön aus und die Gehwege hätte man auch anders bauen können. Aber das, ich sag, mach mal, dieser einheitliche Häuserstyle von Wilhelm Hallbauer zieht sich hier wirklich schön durch. Und es sieht auch schön gepflegt aus hier, ne, alle, ich sag mal,
Weil wenn ihr mal von Stadtteil Fedderwader Groden einen Blog haben wollt, schreibt es mal in die Kommentare. Oder Neuen Groden, habt ihr den letzten Blog gesehen? Der sieht so... Bah, nee. Ist klar, hoffe ich nicht. Aber hier zieht das sich wirklich gut durch dafür, dass der Ort schon alt ist. Wurde ja auch regelmäßig renoviert, ne? Weil ich weiß ja gar nicht, wem das hier gehört. Die Jadewohnungen sind das auf jeden Fall nicht, weil hier bei der Jadewohnungsbaugesellschaft, da, ja, die Chefin hat immer mal ihr Geld von den Mietern, von den Mietern und da waren ja, und das nutzen es nicht mal für Renovierung. Das könnte auch schon Sparenbau oder Baufein Rüstring sein, hier so wie es aussieht, so wie gepflegt die Häuser sind, ja. Wieso steht da eine Bank, wo man sich da nicht hinsetzen darf? Hast du gerade einen Helmoritz-Kaugummi hier oder was? Da ist ein Bauwagen, Leute. Ich leih mir mal einen. Wie viel Geld würde ich verdienen, wenn ich so eine XXL-Zwiebel ernten würde? Ich sag mal, bestimmt ein paar tausend Euro, wo wir da schon über die Runden gehen. So Leute, der Vlog nähert sich so langsam an dem Ende und ich würde mal sagen, ich gebe jetzt mal mein Fazit zu Altengroden, dem Stadtteil von Wilhelmshaven. Ich meine, naja klar, Altengroden Süd gefällt mir richtig gut, wo ich gestartet habe, da wo auch der Park ist, den ich heute erst kennengelernt habe, war richtig, richtig toll dort, ja, und hey, mit den Wohnungen von Wilhelm Heilbauer im Norden von Altengroden. Echt ein Top-Stadtteil, muss ich sagen. Top gepflegt alles, schön in die Landschaft eingebunden und auch so eine schöne Lage zwischen hier der Nordstadt und der Südstadt von Wilhelmshaven. Also es ist quasi so in der Mitte. Hier, man ist schnell in der Stadt, man ist auch schnell in den Stadtteilen Vosse, ab Fedderwader Groden und Senkwaden. Ja, weil und es gibt auch noch Nachversorgungsmöglichkeiten und einen Fußballplatz, den ihr vorhin ja schon mal gesehen habt. Ja, willst du noch was sagen? Gut. Also Leute, das, guck mal, also wenn das nicht hier landschaftlich schön eingebunden ist, ey, und das doch noch mitten in der Stadt, das erwartet man. Wobei, mitten in der Stadt ist es auch nicht, aber trotzdem, wenn es in der Stadt liegt, erwartet man, wenn man das nicht. Aber da Wilhelmshaven ja die grüne Stadt am Meer ist, jetzt hier, also es ist hier landschaftlich echt schön eingebunden, obwohl es eine Innenstadt ist, ne? Ja. Und die Menschen sind auch alle super nett da in dem Stadtteil. Da habe ich jetzt ein bisschen anderes erwartet, wenn ich da vlogge, aber ja. Hier ist auch noch ganz viel Autoindustrie auf der rechten Seite. Und jetzt gehe ich zum Fluss der Made, wo ich meinen Vlog beende und schon mal den nächsten Vlog anfange, der hier im Stadtteil Tondai stattfinden wird. So, ich bin jetzt hier nochmal an dem Fluss, der sich Made nennt. Und mit diesem schönen Bild und mit dieser schönen Aussicht würde ich sagen, das war's vom Vlog, Leute. Lasst ein Like da, wenn euch gefallen hat. Abonnieren und Glocke aktivieren. Hier nicht vergessen, bis zum nächsten Vlog aus dem Stadtteil Tondai. Ciao!